Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Der Erste Kaiser. Wir haben die erste Mission aus unserer neuen Kampagne fertig gemacht, nämlich Chang'an, und ich habe mich ein wenig erkältet, aber das ist egal, ich mache trotzdem weiter. Auf geht's! Die vorausgegangene Zeit der Zwietracht, die als Zeit der drei Königreiche bekannt wurde, war ein schrecklicher Fluch für unser Land. Die Märsche der riesigen Armeen waren für die Bauern besonders hart. Ihre Felder wurden zertrampelt und ihr Vieh wurde auseinandergetrieben und ging verloren. Als Folge davon wurde die Versorgung mit Nahrungsmitteln unterbrochen, ein Problem, das immer noch nicht wieder vollständig behoben wurde. In vielen Städten dieses großen Reiches gehen die Bürger immer noch mit leeren Bäuchen ins Bett. Es werden dringendst mehr Nahrungsmittel benötigt. Wie gewöhnlich weiß unser mildtätiger Kaiser die perfekte Lösung. Per Erlass verfügte er die Errichtung von landwirtschaftlichen Kolonien an der westlichen Grenze. Die Nahrungsmittel, die von diesen Siedlungen erzeugt werden, reichen für die Ernährung der hungrigen Massen. Die von ihnen kürzlich durchgeführte Erneuerung der Hauptstadt des Reiches hat sie für die Übernahme einer wichtigen neuen Aufgabe prädestiniert. Gründen Sie eine landwirtschaftliche Gemeinde an einem Ort namens Lanchu, der an den weit entfernten Ausläufern des Gelben Flusses liegen soll. Der Kaiser wird sicherstellen, dass bald Arbeitskräfte ankommen werden. Das Gelände ist unwegsam, dennoch wird der Boden die scharfe Klinge des Pfluges begrüßen. Halten Sie ein wachsames Auge auf die Kunlan Shan, eine Bergreihe im Südwesten. Hartnäckige Gerüchte über einen wilden neuen Barbarenstamm aus einem Land namens Tibet machen die Runde. Der Geist des großen taoistischen Heldengenerals Guan Di kann jetzt herbeigerufen werden. Seine Dienste können bei der Verteidigung ihrer Stadt von großem Nutzen sein. Also gut, es gibt einen neuen Helden, es gibt eine Hungersnot, wir müssen 35 Kohlkörbe herstellen, Weizenscheffel 45 und 38 Hirsebündel im Jahr. Bevölkerung von 2000 ist das aktuelle Ziel, und wenn das Gelände relativ unwegsam ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das, was ich jetzt vor einigen Folgen gesagt habe, in Kraft tritt, nämlich dass wir nicht viel Platz haben, um unsere Bevölkerung unterzubringen und unsere bisherigen Anstrengungen, ein Viertel, so wie wir es dann bisher durchgeführt haben, aufzubauen. Aber es sieht eigentlich noch relativ gut aus. Wir speichern erstmal ab unter LP01. So, überschreiben und stellen die Geschwindigkeit runter, um uns in Ruhe umgucken zu können. Wir haben hier die Möglichkeit, unsere Leute mit hinzusetzen. Das ist schon mal ganz gut. Die Farmen werden wir ringsum platzieren. Und hier werden wir natürlich auch ganz viele Farmen anbauen. Wir werden versuchen, das Gelände so gut es eben geht zu nutzen. Auch wenn es natürlich ein bisschen schwierig wird. Wir werden auch hier die Straßen nochmal erneuern, dass wir hier auch noch weitere Farmen mit hinstellen können. Und auch hier oben sollen noch Farmen stehen, sodass unsere Leute dann auch super versorgt werden. Zumindest mit Essen. Alles andere ist jetzt natürlich dann davon abhängig, was wir alles anpflanzen können. Wir haben ganz normale Bauernhäuser, Hanffarmen. Wir haben die Möglichkeit, Sojabohnen, Kohlfelder, Hirsefelder, Weizenfelder und Hanffelder zu errichten und zusätzlich natürlich noch Lack herzustellen zum Verkauf. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch die Möglichkeit, Holz abzuernten, ja, und Lackwaren herzustellen. So sieht's aus. So haben wir wenigstens noch irgendwas, womit wir Geld machen können. Wir haben sogar Salzminen, also wir können wirklich alles an Essen produzieren. Das ist überhaupt kein Problem. Wir können sogar Stahl abbauen, das ist auch sehr interessant. Stahl, jetzt muss ich selber mal gucken, wo es das gibt. Wir haben auch gehobene Wohnungen, sodass wir tatsächlich dann auch auf mehr Kampf gehen können. Wobei ich gedacht habe, dass das in dieser Mission noch nicht so viel sein wird, aber da habe ich mich wohl geirrt. Wir werden die ganzen Betriebe, was Stahlproduktion angeht, hier vorne mit hinsetzen, weil die von hier aus wunderbar zu den Eisenerzen kommen. Das ist gut. Wir haben einen Fluss. Es gibt aber keine Möglichkeit, Fische abzuernten, auch wenn hier Fische rumschwimmen. Das ist wahrscheinlich eine Karte, die man dann später auch noch anders nutzen kann. Sehr interessant. Und gibt es sonst noch irgendwas? Brennöfen haben wir selber. Also wir können alles selber produzieren, sogar Papiermühlen. Gibt es, brauchen wir auch, wenn wir mit Hanf arbeiten, ist das die beste Möglichkeit. Es gibt sogar einen Palast. Das heißt, wir können sogar zwei Forts schon am Anfang errichten, wenn wir uns Mühe geben und das alles hier relativ schnell und gut ausbauen. Okay, fangen wir an mit einem Marktplatz. Kommt hier vorne mit hin, schön weit südlich, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, uns hier noch weiter auszubreiten. Wir brauchen dementsprechend den Marktplatz selber. Einfacher Marktplatz reicht erstmal. 1, 2, 3...
So, dann schon mal die Wohnungen, dass die ersten Leute einziehen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau dasselbe auf der anderen Seite. Und dann geht's hier weiter. Muss ich allerdings mal die Bäume wegnehmen. So ist gut. Okay, das wäre geschafft. Also das erste Viertel kann gleich errichtet werden. Wir werden hier oben das zweite Viertel bauen, weil es nun mal vom Platz her besser ausreicht. Und ich hoffe, es gibt keine Überflutung, ansonsten haben wir echt schlechte Karten. So, Marktplatz. Einfacher Marktplatz. Eine Straße. 1, 2, 3. Immer die Musik von dem Marktplatz, das macht mich fertig. Oh, warte, das geht gar nicht so, wie ich das wollte. Alles nochmal weg. Das war Blödsinn. So. Da muss er hin. Hat den besonderen Hintergrund, dass wir sonst zu nah an allem anderen sind. Obwohl, warte mal. Ganz so schön ist das hier auch nicht. Das ist schon echt unwegsam, das muss ich auch sagen. Eventuell setzen wir die hier oben mit hin, aber das ist ja auch Blödsinn. Hier sind wir schon am Rand der Karte. Das ist schon echt schwierig. Ja, dann machen wir das so. Wir stellen hier einfach noch weitere Gebäude mit hin. Dann geht es jetzt heute mal einen weiter. So. Tja, und wie mache ich das? Ich meine, das Beste ist wirklich, wir machen das noch ein bisschen anders. Ich baue Straßen überall hin. Das Geld geht jetzt schon zur Neige und das alles nur für irgendeine Planung, die noch nicht mal komplett durchgeplant ist. Einfacher Marktplatz, so. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Gut, reicht. Ist zwar nicht perfekt, aber besser als nichts. Und ich kann mir, wie gesagt, gut vorstellen, dass es auch Überschwemmungen gibt. Einfach nur, um uns zu ärgern und dementsprechend dafür zu sorgen, dass unsere Wirtschaft zusammenbricht. Es sieht einfach zu gut aus, was wir alles anbauen können. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jo. Ist okay, passt genau. Ein Haus kommt da noch mit hin. Und jetzt geht's los. Jetzt brauchen wir unsere ganzen Posten, Sperren etc. pp. Das heißt, wir werden hier noch einiges hinsetzen müssen. Wo ist mein Inspektorenturm? Da ist er. Kommt hier einfach mal mit ran. Auch hier unten werden wir noch einen benötigen. Da passt er besser. Wir brauchen einen Ziehbrunnen, einen Kräuterhändler, einen Akupunkteur. Wir brauchen... Oh Gott, jetzt lasst mich mal überlegen, was brauchen wir noch? Ja, später auch ein Verwaltungszentrum, das auf jeden Fall. Achso, hier oben müssen wir noch alles hinbauen. Ach ja, ich weiß, es ist ein Ahnenschrein. Ja, es hat gedauert, sich das zu überlegen, aber wir haben es ja herausgefunden. Gut, der Ahnenschrein kommt auch hier oben noch mit hin. Wir brauchen auch hier noch eine Sperre. Wir werden später versuchen, dann die Straßen mit rüberzuziehen, das heißt Brücken zu bauen oder Fähren, je nachdem, wie weit das hier auseinander geht. Aber es scheint wohl so funktionieren, dass man dann auch Brücken setzen kann. Ganz so breit ist es dann doch nicht. Gott sei Dank. So, hier oben kommen die anderen letzten Gebäude hin. Benötigte Mitarbeiter. Na, guten Morgen. Schön, dass ihr auch schon wach seid. Eins... Zwei. Den haben wir schon. Den Ahnenschrein haben wir auch. Wir brauchen bloß noch Wasser. Bitteschön. Dann speichern wir. Unter LP04. Dass wir das alles schon errichtet haben. Die Leute kommen von links. Ich habe es mir fast gedacht. Deswegen bauen wir jetzt unsere Farmen schon mal hin. So gut es eben geht. Wo sind meine ganzen Farmen? Da. Bauernhaus.
1, 2, 3. Na, das passt alles nicht. Machen wir nochmal weg. Vielleicht sollten wir hier oben die Hanffarmen errichten. Die passen doch besser hin. Und ganz so viel Hanf wird ja nicht benötigt. Hier könnte noch ein Bauernhaus stehen. Ja, weiter geht's auch nicht. So. Dann kommen da die Kohlfelder hin. Ja, wir werden natürlich erstmal das anpflanzen, was von der Mission verlangt ist. Ist nun mal einfacher. Hanffarm. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ein zu weit. Chang'an wird Verbündeter. Das wäre auch traurig, wenn nicht. So passen hier tatsächlich zwei Felder hin. Das ist schon mal ganz praktisch. Aber nimm das Ding hier mal bitte weg. Hat er das jetzt akzeptiert? Ich glaube nicht. Doch, hat er. Komm schon. So, dann die Hanffelder. Achso, erstmal die Straße am besten. Eins, zwei, drei, genau. Dann steht das schon mal. Hier kann dann die Mühle stehen. Am liebsten natürlich dort, wo sie nicht überflutet werden kann. Das heißt hier am besten. Denn die wird wichtig sein. Ich möchte nicht, dass sie einstürzt. Dann haben wir ein Problem. So, der kann hier immer hin und her laufen. Ist völlig okay. Wir brauchen noch ein Lagerhaus. Wir werden später für Attraktivität sorgen müssen. Gerade eben auch an dieser Stelle. Vielleicht stelle ich da auch eine Stadtmauer hin und dann ist gut. Wir brauchen hier Hanf. Bis zu 16. Und Keramiken bis zu 16. Wir brauchen jetzt die Felder. So ist gut, dann kommt auch schon mal genug Hanf. Du bekommst jetzt die ersten Kohlfelder. Sehr gut, da können noch weitere Farmen stehen, zumindest eine. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ist gut. Nee, das muss nochmal weg. Was kommt denn damit hin? Dann haben wir wenigstens mehr Platz für die Felder. Es gibt keine Jägerzelte, es gibt keine Fischereien, also es wird relativ komplex, diese Karte. Bin sehr gespannt, wie wir diese Mission meistern. Theoretisch können wir es auch hier ablaufen. Warte mal, 1, 2, 3. Eins, zwei, drei, ja, passt genau. So, dann kommen auch oben noch weitere Kohlfelder mit hin. Ich wusste, dass es nicht genau passt. Aber es ist besser als nichts. Und wir brauchen noch Hirsefelder. So ist schön. Dann steht das schon mal soweit. Die Leute werden sich im Moment noch nicht weit entwickeln. Allein schon, weil denen die ganze Zeit die Attraktivität fehlen wird. Das reißen wir hier mal alles weg. Bauen wir hier nämlich noch weitere Farmen mit hin. Zumindest ein Bauernhaus fehlt auf jeden Fall noch für Hirse. Und das kann hier eigentlich perfekt stehen. Wenn ich da eins baue, würden wir unten auch noch eins bauen können? Schwierig, ne? Ah, ist das alles komplex hier.
vor allem so eng. So eng. Da sind noch Salamander. Ich bin erstmal froh, dass wir drei Bauernhäuser haben. Das wird uns für eine ganze Weile über Wasser halten. Speichern unter LP04. Geschwindigkeit erhöhen. Auf 80%. Ja, dann müssen wir hier oben noch Farmen anbauen. Es geht nicht anders. Ich brauche jetzt auch erst einmal Brücken, um rüberzukommen. Frage ist, wo wir rüber wollen. Hier ist es ja eigentlich nicht verkehrt. Hier passt es ja sehr schön und hier sind ja auch keine Steine und nichts. Aber hier ist das doof mit den ganzen Farmen. Und das Hirsefeld ist auch zu wenig. Nee, das ist Kohl, ne? Ja. Wir brauchen mehr Kohl. Und wir brauchen ja auch noch zwei Weizenfarmen. Dürfen wir auch nicht vergessen. So, aber fangt erstmal an zu arbeiten, macht erstmal ein bisschen was. Ich brauche jetzt ganz, ganz viele Leute. Wir brauchen noch 180 Arbeitskräfte, die kommen jetzt erst nach und nach. Es wird eine ganze Weile dauern. Sie werden zu jeder Feier eingeladen, na, das ist ja schon mal schön. Und wir gucken, wo wir die Brücke hinstellen. Ja, da würde es gehen, aber dann würden wir nur gegen Steine laufen. Hier könnte man das ungefähr lang bauen. So, dann steht die Brücke soweit. Reißen wir hier die Felder ab. Setzen die Straße anders. Und dafür hier weitere Kohlfelder mit hin. Okay, und dann haben wir wenigstens eine Verbindung nach drüben. Das ist schon mal gut, aber das bringt mir gar nichts. Ich bin hier völlig auf der falschen Seite. Also hier könnten wir nachher Holz abbauen, wobei ich das alles hier unten hin haben möchte. Dann bauen wir lieber hier erstmal noch eine Farm mit hin. Ein Bauernhaus. Für Hirse. Mal gucken, ob wir denn hier unten auch noch eins errichten können, aber es sieht schlecht aus, wenn dann nur für Lack. Mehr ist nicht drin. So, die Leute kommen. Aktuell fehlen uns noch 126 Arbeitskräfte, aber die Leute werden mehr. Wir können auch schon mal für Attraktivität sorgen. Zumindest hier oben, hier unten ist ja noch alles okay. Die haben nicht so viel um sich herum stehen. Aber hier muss man echt schon ja, mit dem Platz sparend umgehen. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir hier jetzt noch eine weitere Häuserreihe mit hingestellt haben. Also jeweils ein Haus mehr. Das wird schon helfen. Wir werden in diesem Jahr auch noch keine Feste feiern. Das wird nicht drin sein. Wir brauchen immer noch sehr viele Arbeitskräfte. 84. Und jetzt gehen die ersten Hirseleute auf die Felder. Ja, wir sind jetzt dann auch nur ein Bauerndorf. Ne, das sich hin und wieder verteidigen kann. Wo wir sogar einen Palast hinbauen können. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir als kleines Bauerndorf haben einen Palast. Und viele andere Städte kriegen keinen. So, 69 Arbeitskräfte fehlen noch. Die kommen, die sind unterwegs. Dadurch, dass die Straßen abgerissen wurden, können die auch einfach so übers Land laufen. Das ist gut. Die Leute denken, sie sind erleuchtet. Das denke ich auch manchmal. Landwirtschaft höchste Priorität. Wasser ist damit aus. Aber das wird sich gleich wieder ändern. Nun sind die Häuser ja schon groß. Hier haben sie sich noch nicht weiterentwickelt. Das liegt aber daran, dass der Wasserträger wahrscheinlich noch nicht da war. Nee, es ist die Attraktivität. Okay, ich habe es mir fast gedacht. Stellen wir schon mal unsere rote Wohngebietsmauer mit dazu. Schirmt alle Leute von der Hässlichkeit der Stadt ab.
natürlich auch nett, dass man das so sagen muss.